So, jetzt aber nochmal zu dem Truck. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Weißt du Bescheid? So werde ich meinen Sohn, beziehungsweise mein Kind nennen, wenn ich eins hab. Muss das wirklich sein? Dann heißt das Schnissen-Nissen-Nissen-Zi. Boah, geile Einrichtung. Okay. Die Sitze sind mit pinkem Plüsch Boah. bezogen. In der Ecke dreht ein Püppchen Pirouetten. Und auf dem Fahrerschild steht Schnutzipu. Dämlicher Name. Schnutzi, Alter. Ohne Scheiß, die dreht sich nicht. Labers Müll. Na toll, die Karre ist Schrott, aber das Schloss Und die funktioniert Motorhaube noch. ja auch. Jetzt wo wir den Namen haben, können wir doch vielleicht den lieben Herrn Hanek fragen, ob der den Schlüssel, glaube ich. Schlüssel? Ja, Schlüssel. Ja, genau, Schlüssel. Weil der hat ja diese Schlüsselsammlung. Hallo nochmal. Hi, Schnutzipu. Rufus. Nein, wer ist Genau. Schnutzipu? Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Schnitzipu. Schnutzipu. Schnutzipu? Vielleicht habe ich deinen Schlüssel gefunden, Schnutzipu. Aber ich möchte erst sicher gehen. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Pink. Pink, sagst du? Das kommt hin. Und hast du ein spezielles Hobby? Ich liebe das Ballett. Volltreffer! Dann muss das hier dein Schlüssel sein. Heute ist offenbar dein Glückstag, Schnutzipu. Ja, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Wie praktisch. Dann kannst du nachts im Bett Oh. lesen. Ja, haben wir jetzt den Schnutzipus Truckschlüssel. Oh. Wollen wir mal zum Truck gehen und die Motorhaube wahrscheinlich nur aufmachen. Ich schwor. Ruck Tür. Und? Ah, so. Ich kann nichts sehen, Rufus. Hebel. Einfach mal den Hebel drücken. Scheiß drauf. Was der macht. Motorhaube. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Hammer draufhauen. Startfall. Ich will an die Batteriesäure. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im... Au! Yeah! Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Wie? Hört er nicht? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. In einen Ballon. Was ich hier brauche, ist ein Gefäß. Leider habe ich die Urne von Tonis Mutter bereits in meinem Unterwassergrill verbaut. Unterwassergrill, geil. Will ich denn jetzt ein Gefäß her? Gefäß. Ups. Oh, Klingel. Drück mal auf die Klingel. Ja, geile Klingel. Kaufe ich mir auch mal. So. Da stecke ich meine Hand garantiert nicht nochmal rein. Oder nicht? Was?
Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Es gibt sicher einen leichteren Weg, an das Pulver zu kommen. Mit leeren Ballons ist das witzlos. So wird das Messer nur stumpf. Was, wenn ich plötzlich eine komplizierte Herztransplantation durchführen muss? Es gibt sicher einen leichteren Weg. Für Deponia ist der Vorhang schon lange gefallen. Die Aftershow-Party steigt in Elysium. Witzig. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Ich weiß nicht, was das ist. Aber bestimmt irgendwie beheben. Jetzt Rufus Zimmer, gell? Ja, es hat sich überhaupt gut. Das ist ja doch nur irgendwas, was ich übersehen habe oder so. Ja, ich habe viel übersehen. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ups. Ich weiß, wo ich die Gefäße herbekommen soll, wo wir das ganze Zeug reintun. Upp. Und ja. Weiß ich halt nicht, ne? Wäre vielleicht irgendwas übersehen. Hier eigentlich alles gemacht. Notrufsäule. Benutzen. Hallo. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus... Ich probier's... Hier. Poststelle. Stopp! Das Postamt ist bis auf Weiteres geschlossen. Bis wann? Bis die Uhr am Öffnungsschild anzeigt, dass es geöffnet hat! Da ist aber keine Uhr. Gut beobachtet. Und jetzt? Weg von der Tür! Vielleicht irgendwas übersehen. Kein Plan. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Danke fürs Gespräch. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Hey, Goal. Goal. Aufwachen. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnete Diagnose, Herr Doktor. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Der kennt sich nicht gut aus mit Schlaf.